Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich weiß im Moment noch gar nicht, wie ich dieses Video nennen werde. Also ihr wisst es ja schon, ihr könnt es ja oben lesen. Ich war in der Bibliothek und ich habe mir ganz viele tolle Bücher ausgeliehen. Hätte ich mir diese Bücher gekauft, dann wäre es wohl ein Haul geworden. Ich werde es vielleicht Bibliothekshaul nennen. Irgendwie so, genau. Aber ich möchte euch gern zeigen, was ich mir so in den nächsten 2 Monaten vorgenommen habe zu lesen. Vielleicht kennt ja der ein oder andere von euch das Buch schon und kann mir unten in den Kommentaren schreiben, ob er es gut fand oder eher nicht so gut. Und wir starten einfach mal. Das erste Buch ist Damien, die Wiederkehr des gefallenen Engels von Rainer Beckworth. Den ersten Teil dieser Serie habe ich euch schon mal vorgestellt und in einem Video habe ich ja auch gesagt, dass ich den zweiten Teil gern lesen möchte. Und da habe ich mir den sofort natürlich mitgenommen. Das Buch ist aus dem Arena Verlag. Kostet in Deutschland 16,99 €. Und ich lese euch mal vor, was da hier so hinten drauf steht, ne? Damien ist auf die Erde zurückgekehrt. Aus Liebe zu Lara, die er beschützen möchte, hat er sich dem Himmel widersetzt. Lara erkennt ihn jedoch nicht. Während er gegen den Verfall kämpft, den er auf der Erde erleiden muss, versucht sie, ihren Ex-Freund Ben zurückzugewinnen. Doch über allem schwebt eine finstere Prophezeiung, die Lara erfüllen muss, denn sie ist mehr als ein Mensch. Damien und Lara stellen sich der dämonischen Gefahr, aber sie ahnt nicht, welchen Preis Damien für seine Liebe zahlt. Ja, ich freue mich schon sehr, weiterzulesen, wie es mit der Geschichte hier weitergeht. Ich muss sagen, ich hätte mir das Buch, wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, es mir in der Bibliothek auszuleihen, hätte ich es mir nicht gekauft. Das sind 17 € für so ein Buch. Ich weiß nicht, wo sind die 10 € Bücher geblieben, die es früher so gab? Keine Ahnung. Aber ich freue mich trotzdem drauf, das Buch zu lesen. Das ist auch, steht auch als nächstes auf meiner Liste. Und ja, weiter geht's. Das nächste Buch, da habe ich euch auch schon den ersten Teil vorgestellt. Und zwar ist das aus der Immortal Beloved-Reihe von Kate Tiernan Ersehnt, der zweite Teil sozusagen. Kostet eigentlich 17,95 €, also wir werden immer teurer, ist ja auch diesmal ein Hardcover. Und auch da lese ich euch mal vor, um was in dem Buch geht. Wäre natürlich sinnvoll, ihr fangt immer mit den ersten Teilen an natürlich. Da muss ich jetzt mal hier in den Innenband gehen. Seit ihrem ersten Tag auf River's Edge fühlt sich die unsterbliche Nastassja zu Rain hingezogen. Doch ihre Liebe wird durch Nastassjas tragische Vergangenheit auf eine harte Probe gestellt. Sie erfährt, dass ihre Eltern blutrünstige Mörder waren. Nastassja fragt sich, ob sie überhaupt eine Chance hat, jemals die Dunkelheit in ihrem Wesen zu überwinden. Ihre größten Ängste scheinen wahr zu werden, als auf River's Edge plötzlich einige Dinge aus dem Ruder laufen. Nastassja ist überzeugt, dass sie es ist, die alles verursacht. Kann sie gegen ihr mächtiges und dunkles Erbe ankämpfen und hat ihre Liebe zu Rain eine Zukunft? Also auch da bin ich schon absolut gespannt, wie es mit Nastassja und Rain weitergeht. Ich freue mich schon sehr drauf, das Buch zu lesen. Und ich denke, ich werde euch dann auch in der Buchrezension mitteilen, wie ich denn nun den zweiten Band gefunden habe. Das dritte Buch, das ich mir ausgeliehen habe, ist auch wieder ein zweiter Teil zu einer Serie. Ich habe euch 16 Moons schon mal vorgestellt. Das hier ist jetzt 17 Moons, eine unheilvolle Liebe. Kostet eigentlich, steht gar nicht hier drauf, was es eigentlich kostet. Es ist ein Hardcover, also wird es wahrscheinlich wieder so um die 20 € sein. Nein, steht echt nicht hier, wie teuer das eigentlich ist. Ja, auch hier freue ich mich wieder wahnsinnig, die Fortsetzung zu lesen. Und ich werde euch auch mal vorlesen, um was es denn jetzt in dem Teil gehen soll. Eigentlich dachten Ethan und Lena, nichts und niemand könnte sie je auseinanderbringen. Doch nachdem die Entscheidung über Lenas Bestimmung um ein Jahr verschoben wurde, versuchen mächtige dunkle Caster alles, um Lena auf ihre Seite zu ziehen. Das scheinbar unzertrennliche Band zwischen Ethan und Lena droht zu zerreißen. Oh, da bin ich schon sehr gespannt. Ich denke mal, ich werde von fast allen Büchern, die ich euch jetzt gerade zeige, eine Buchrezension machen. Also schaut euch das dann mal an, wenn euch interessiert, wie es denn mit dem zweiten Band weitergeht. Das nächste Buch, also ich wollte mit der Reihe schon sehr, sehr lange anfangen, weil mir da die Buchreihe haben mir Freunde empfohlen. Wir haben darüber in dem Buchforum, was ich euch immer hier unten verlinke, gesprochen.
Und in der Bibliothek gab es immer nur den zweiten Band, den dritten Band, tralala, und nie den ersten Band. Und jetzt, als ich da war letzte Woche, habe ich endlich den ersten Band erwischt. Und zwar ist es von Maggie Stiefvater Nach dem Sommer. Das ist, wartet mal, wie gesagt, der erste Band. Wieso steht hier überall nicht drauf, wie teuer die eigentlich sind? Aber es ist ein Hardcover. Ah, hier innen steht es. 18,90 € sogar. Also wir steigern uns bei jedes Buch für teurer. 18,90 € Maggie Stiefvater. Und auch hier lese ich mal vor. Jeden Winter wartet Grace darauf, dass die Wölfe in die Wälder von Mercy Falls zurückkehren. Und mit ihnen der Wolf mit den goldenen Augen, ihr Wolf. Ganz in der Nähe und doch unerreichbar für sie lebt Sam ein zerrissenes Leben. In der Geborgenheit seines Wolfrudels, trotz der Eiskälte und Schnee, bis die Wärme des Sommers ihn von seiner Wolfsgestalt befreit. In den wenigen kostbaren Monaten als Mensch beobachtet er Grace von fern, ohne sie jemals anzusprechen, bevor die Kälte ihn wieder in seine andere Gestalt zwingt. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Sam weiß, dass es sein letzter Sommer als Mensch sein wird. Es ist September, als Grace den Jungen mit dem bernsteinfarbenen Blick erkennt und sich verliebt. Aber jeder Tag, der vergeht, bringt den Winter näher und mit ihm den endgültigen Abschied. Ich bin sehr, sehr gespannt. Meine Freundinnen haben nur Gutes von dieser Reihe berichtet. Deswegen gehe ich da mit sehr, sehr hohen Erwartungen dran. Ich hoffe, es wird mir gefallen, aber eigentlich waren ihre Buchtipps bisher immer richtig, richtig gut. Dann habe ich mir, also ich hatte nicht geplant, das Buch zu lesen, aber ich habe es in der Bibliothek gesehen, habe mir die Story durchgelesen und fand, es war mal was anderes. Ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Und zwar ist das Godspeed. Die Reise beginnt von Beth Reeves oder so. Ich zeige es euch mal. Reeves. Wie auch immer. Und das kostet 19,95 €. Und da muss ich mal hier drin. Ich finde schon das Cover so schön. Hier drin wieder lesen. Die 17-jährige Amy ist einer der eingefrorenen Passagiere an Bord der Godspeed. Sie hat alles zurückgelassen, ihren Freund, ihre beste Freundin, ihr komplettes bisheriges Leben, um mit ihren Eltern am Projekt Arche teilzunehmen. Amy und ihre Eltern sollen am Ende ihrer Reise zu einem neuen Planeten wiedererweckt werden, 300 Jahre in der Zukunft. Aber 50 Jahre vor der geplanten Landung wird Amys Kühlkasten mysteriöserweise abgeschaltet und sie wird gewaltsam zurück ins Leben gerissen. Hat jemand versucht, Amy umzubringen? Von nun an ist Amy in einer Welt gefangen, die ihr vollkommen fremd ist. Alle Passagiere der Godspeed folgen gehorsam dem tyrannischen und furchteinflößenden Anführer. Alle, bis auf den jungen rebellischen Junior, der vom ersten Moment an von Amy fasziniert ist. Irgendwie fühlt sich Amy zu Junior hingezogen. Aber kann sie einem Jungen vertrauen, dem sein Leben lang der Blick hinter die kalten Metallwände der Godspeed verborgen blieb? Amy weiß nur, dass ihr und Junior nicht mehr viel Zeit bleibt, den schrecklichen Geheimnissen der Godspeed auf die Spur zu kommen. Also ich finde, die Story ist mal wieder wirklich was ganz, ganz anderes. In die Richtung habe ich noch nicht was gelesen. Ich freue mich schon sehr drauf. Auch dazu werde ich euch dann meine Meinung wissen lassen. So, und dann habe ich noch zwei Bücher. Und zwar ist das zum einen, auch hier hatte ich nicht geplant, mir das auszuleihen. Ich habe es gesehen. Und ich kenne die Autorin. Also es ist von Cassandra Clare. Und das ist der Clockwork Angel, Chroniken der Schattenjäger. Ist auch wieder der erste Band. Kostet 18,99 € und ist auch aus dem Arena Verlag. Ich habe schon eine andere Reihe von Cassandra Clare angefangen. Und zwar ist es das nächste Buch, was ich euch dann zeigen werde. Und zwar sind das die Chroniken der Unterwelt. Und ich mag Cassandra Clare sehr, ihren Schreibstil. Und deswegen würde ich gerne die Reihe anfangen. Bin schon sehr gespannt. Ist auch ein etwas dickeres Buch wieder mal. Und auch hier lese ich euch mal vor, um was es denn geht. London 1878. Die 16-jährige Tessa sollte sich eigentlich darauf konzentrieren, ihren verschwundenen Bruder zu suchen und nicht, sich in zwei Jungen gleichzeitig zu verlieben.
Während in Londons Straßen nach Einbruch der Dunkelheit finstere Kreaturen umherschleichen, verstrickt Tessa sich immer stärker in ein gefährliches Liebesgeflecht. Und schon bald braucht sie all ihre Kräfte, um nicht nur ihren Bruder zu retten, sondern auch ihr eigenes Leben. Und wie ich hier gerade lese, ist das die Vorgeschichte zu Chroniken der Unterwelt. Das habe ich also eigentlich in der falschen Reihenfolge gelesen, aber ich bin gespannt. Ich werde euch auch hierzu bestimmt eine Review machen. Mal sehen. So, und da kommen wir auch schon zum letzten Buch, was ich mir ausgeliehen habe. Und zwar ist das, wie schon gesagt, von Cassandra Clare, City of Glass, von den Chroniken der Unterwelt, auch aus dem Arena Verlag. Und ich muss mal schnell lunchen, das ist der dritte Band. Es gibt, glaube ich, bisher vier, wenn ich richtig informiert bin. Und ich habe schon die ersten beiden Teile wunderbar gefunden. Die habe ich in einem verschlungen. Und ich bin überzeugt, dass der Band auch toll wird. Diese Reihe würde ich euch mal komplett vorstellen. So wie ich es auch schon bei House of Night gemacht habe. Also nicht wirklich jedes Buch, weil einfach die Geschichten aufeinander zu sehr aufeinander aufbauen. Würde ich dann immer rumspoilern müssen, das ist Quatsch. Und deswegen würde ich euch die Serie mal komplett im Ganzen vorstellen wollen, wenn ich sie dann, wenn ich dann alle Teile gelesen habe. Deswegen würde ich euch auch ungern jetzt vorlesen wollen, um was es in dem Teil geht, weil ich glaube, wer vielleicht den ersten oder zweiten Teil nicht gelesen hat, wird jetzt ein bisschen gespoilert, wenn ich hier draußen ein bisschen was vorlese. Auf jeden Fall kostet das Buch auch 19,95 €, wenn ihr es im Handel kauft. Hat aber dafür 720 Seiten und dann finde ich es auch schon wieder okay, mal 20 € für ein Buch zu bezahlen. Genau, das war meine Ausbeute aus der Bibliothek. Ich zeige euch mal den ganzen Stapel. Da ist so viele Bücher. Das ist sozusagen, das möchte ich gern in den nächsten 2 Monaten lesen. Und wie gesagt, einige dieser Bücher werdet ihr in Buchrezensionen und Reviews wiedersehen. Und wie gesagt, wenn ihr schon einige Bücher gelesen habt, dann lasst mich doch mal wissen, wie ihr es gefunden habt. Und dann sehen wir uns ganz bald bei meiner nächsten Buchrezension wieder. Bis dahin, tschüss!